Ach, aber der kriegt's noch zurück dafür, dass er uns erschreckt hat. Oder mich zumindest. Glaube ich überhaupt richtig? Ach, werden wir schon sehen. Hui. Es gäbe bestimmt auch einen sicheren Weg. Sichereren Weg, aber ist ja egal. Gäbe auch bestimmt einen einfacheren, aber ist ja egal. Ich bin nicht mal sicher, ob ich richtig bin, aber ist ja egal. Ah nee, doch, ich glaube, wir sind richtig und. Ja, ich weiß, es gäbe einfachere Wege, aber. Hey, wir sind am Ziel. Und darauf kommt es doch an. Eigentlich. Ich hoffe, dass das das Ziel ist. Ich glaube aber schon. Ja. Hier sind wir richtig. Und da ist der Nathan. Kann ich mir vielleicht eine Waffe ausleihen? Nein? Gut, dann nicht. Hallo. Sag mal, wo kommst du denn her? Von Vespasia. Und da wären wir schon beim Thema. Na, was will denn der alte Wesp von uns? Vespasia möchte eine Karte von dir. Das ist ja einfach. Darauf soll dein Standort verzeichnet sein. Das ist weniger einfach. Aber wir wollen den alten Wesp nicht enttäuschen. Moment, ich mach dir eine Karte. Kann ich noch irgendwas für euch tun? Ja, schon. Was denn? Es ist so, wir sind hier im Ork-Gebiet und wo Orks sind, sind auch Orkhunde. Was ist das Problem? Meine Männer haben einen leichten Schlaf. Und das Heulen der Hunde ist irgendwie störend. Ah, verstehe. Okay, ich schaffe euch die Orkhunde vom Hals. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Aber nur, wenn ich was dafür kriege. Meinetwegen, aber nur, wenn du uns die Hunde auch wirklich tötest. Du siehst die Hunde sofort, wenn du den Weg Richtung altes Lager hinuntergehst. Okay. Oh. Ich hab die Hunde erledigt. Lüg mich nicht an. Die Hunde sind noch fit wie Fischstäbchen. Okay. Wo ist die letzte Gruppe? Kans Gruppe ist zu einem Strand nördlich des Sumpflagers aufgebrochen. Danke. Komm bald nochmal wieder. Wieso hast du dich zu dieser gefährlichen Mission gemeldet? Eine exzellente Frage. Ich fange ganz von vorne an. Es war ein stürmischer kalter Morgen und ich lag im Bett. Ich hatte vor einer Woche meinen 5. Geburtstag gefeiert. Meine Mutter sagte mir, ich solle den Müll. Ja. Das reicht mir schon. Wiedersehen. Gut, dann werden wir die Hunde auch jetzt irgendwie töten müssen. Landogar. Irgendwas Interessantes passiert? Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Irgendwas Interessantes passiert? Du bist nicht sehr gesprächig, oder? Was? Egal. Hey, du! Du siehst aus wie einer, der gut kämpfen kann. Wieso willst du das wissen? Weißt du, hier bei Nathan im Lager veranstalten wir Kämpfe. Du könntest mitmachen. Gut, ich werde mitmachen. Wie sind die Regeln? Du forderst jemanden heraus und setzt eine bestimmte Summe auf den Sieg. Diese Summe steigt je nachdem, wie viele Gegner du schon besiegt hast. Dann geht ihr beide in die Mitte des Kastells. Verloren hat, wer auf dem Boden liegt. Wenn du gewonnen hast, kriegst du die Summe, die du gesetzt hast, von deinem Gegner. Wenn du verloren hast, musst du sie dem Gegner geben. Das Einzige, was du nicht darfst, ist töten. Das ist alles. Hier hast du deine Tabelle, auf der die Wetteinsätze verzeichnet sind. Was machst du so? Ich zeige jedem, den es interessiert, wie man schleicht. Und verkaufe Dietriche und anderes. Noch Fragen? Ich fordere dich herauf. In Ordnung, dann lass uns kämpfen gehen. Gib mir das Erz. Ich warte in der Mitte des Platzes auf dich. Alles klar. Wollen die zugucken oder was? Ich hoffe, den kriegen wir hin. Hallo? Hallo?
Hallo, ich bin da. Was darf ich jetzt boxen? Klarer Sieger, würde ich sagen. Reinhards Schwert. Nicht sehr stark. Ich weiß auch nicht, ob ich das gerade richtig gemacht habe. Ich hoffe es doch. Das wird dir noch leid tun. Ja, habe ich auch das Gefühl. Lass uns den kleinen Streit ver... Na toll. Nein, jetzt muss ich auch noch neu laden oder was? Oder was muss ich jetzt machen? Ich hätte ja auch abspeichern können. Nein, nein, warum denn? Ich könnte mich gerade echt selbst boxen. Das gibt's doch einfach nicht. Ist ja, da speichert man einmal nicht ab. Normalerweise hätte ich vor sowas immer gespeichert. Nein, jetzt vergesse ich es und jetzt sind was weiß ich wie viele Minuten. Spielzeit im Arsch. Wegen einem kleinen Bug wahrscheinlich auch noch. Boah, sowas regt mich auf. Ich meine, an sich ist es nicht so viel, was wir verloren haben. Allerdings, ist es trotzdem verdammt ärgerlich. Waldbären. Also mich regt es irgendwie ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ich lasse es jetzt nicht durchlaufen, was die uns sagen. Ist auch vollkommen unwichtig eigentlich. Huch. Okay. Hi. Hey, Oberon. Hab schon von dir gehört. Ich kann dir übrigens helfen. Oh, gut. Wie kannst du mir helfen? Ich kann dir zeigen, wie du erlegte Tiere ausweidest. Die Trophäen kannst du dann zu hohen Preisen verkaufen. Das klingt gut. Und das sogar fast kostenlos. Das Einzige, was ich dafür haben will, ist etwas Erz. Nur 50 Erz pro Lehrstunde. Bring mir das Tier ausweiden bei. Gern. Dann gib mir mal das Erz für diese Lehrstunde. Hier hast du das Erz. Danke. Dann können wir anfangen. Ja. Bring mir das... Gern. Dann gib mir mal das Erz. Hier hast... Danke. Ja. Danke. Dann können wir anfangen. Ich hoffe, das lohnt sich auch. Falls nicht, sind wir jetzt ein bisschen ärmer. Haben wir überhaupt Geld verloren? Irgendwann haben wir doch jetzt gar kein Geld verloren. Egal. Irgendwas Interessantes passiert? Ach, er ist der. Du bist nicht sehr gespräch... Irgendwas Interessantes... Du bist nicht sehr... Nein. Mensch. Ja. Hallo. Sag mal, wo kommst du denn? Von Vespasian. Na, was will denn der alte... Vespasian? Das ist ja einfach. Darauf's... Das ist weniger. Aber wir wollen den alten... Kann ich noch irgend... Was denn? Es ist so, wir sind hier im Ork. Was ist das? Meine Männer haben einen leichten Schlaf. Ah. Okay, ich schaffe euch die Orkhunde vom Hals. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Ja, kein Ding. Aber nur, wenn ich was dafür kriege. Meinetwegen, aber nur, wenn du uns die Hunde auch wirklich tötest. Du siehst die Hunde sofort, wenn du den Weg Richtung altes Lager hinuntergehst. Okay. Gut. Hans Gruppe ist zu einem Strand nördlich des Sumpflagers aufgebrochen. Danke. Komm bald nochmal wieder. Ein Exzellent. Es war ein stürmischer kalter Morgen. Achso, ja, genau. Ja. So. Abspeichern. Hey, du. Du siehst aus wie einer, der gut kämpfen kann. Wieso willst du das wissen? Weißt du, hier bei Nathan im Lager... Gut. Du forderst dann, wenn du gewonnen hast, das Einzige, hier hast du deine...
Was? Ich zeige jedem, den es interessiert. Ach stimmt, ja genau. Schleichen brauche ich jetzt aber nicht eigentlich. Vielleicht irgendwann später. Könnte man das vielleicht nochmal brauchen. Und ich kann jetzt einfach alle zum Kampf herausfordern oder was. Wollen wir es mal mit dem da versuchen oder so? Oder erst mit dem... Ich sag mal mit dem Boten. Ich würde gehen gegen Nathan kämpfen oder Nathan oder wie auch immer. Weil der hat eine gute Waffe, allerdings werden wir den natürlich nicht besiegen. Das ist das andere. Ich fordere dich herauf. In Ordnung, dann lass uns kämpfen gehen. Gib mir das Erz. Ich warte in der Mitte des Platzes auf dich. Okay, dann gehen wir mal, ne? Hallo. Oh, ein Schalter. Hallo. Müssen wir mit denen irgendwie sprechen, damit es losgeht? Oder weil er doch einfach gemeint, wir sollen. Ach, das ist komisch irgendwie. Seid ihr bereit? Erinnert euch, das Töten ist euch verboten. Fertig? Der Kampf möge beginnen. Oh, okay. Ey, das ist gut, Mann. Unfair. Nein. Boah. Yay, sein Schwert. Und sonst nichts. Boah, das war aber echt knapp. Oha, 3 Leben. Weil wir haben gewonnen. Waldbären fressen. Also mit noch einem legen wir uns lieber nicht an. Der war schon relativ gut. Das wird dir noch leid tun. Warum denn? War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Kannst du mir das Schleichen beibringen? Ja, könnte ich. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Was für einen Gefallen denn? Kämpfe gegen mich bei unserem Lagerkampf. Dann werde ich dir das Schleichen beibringen. Hab ich schon. Du hast noch nicht gegen mich gekämpft. Hm. Also wenn du schleichen lernen willst, kämpfe gegen mich. Kleiner Fehler vielleicht? Du hast noch nicht gegen mich gekämpft. Also wenn du schleichen lernst. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Neuladen. Die Aufnahme wird dann wahrscheinlich relativ groß, aber ist ja auch egal. Ja, könnte ich. Was für ein... Kämpfe gegen mich bei unserem... Du hast noch nicht gegen... Okay. Ich fordere... In Ordnung, dann lass uns kämpfen gehen. Ja, es ist halt leicht verbuggt. Was heißt verbuggt? An einigen Stellen ist es halt unschön, aber... Oh Mann, das regt mich gerade echt auf. Man, an sich ist Neuladen nicht schlimm, ne, aber... Seid ihr bereit? Ja, genau. Ja. Vielleicht lass mich mal die Waffe ziehen. Ja, gib dein Schwert her. Ja, sonst hat er ja nichts dabei. Aber diesmal sah es schon ganz anders aus. Sieh's schon ganz anders aus. Sah es anders aus. Töten dürfen wir nicht. Machen wir auch nicht. Was für einen Wert hat eigentlich seine Waffe? Ach so, gar nichts. Bringt uns ja auf jeden Fall trotzdem. Das wird dir noch leid tun. Nein, das will ich. War ein guter Kampf. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. Du hast noch nicht gegen mich gekämpft. Also wenn du schleichen lernen willst, kämpfe gegen mich. Ach Mann. Haben die irgendwas zu sagen? Sehr gut, du hast ihn geschlagen. Hier hast du deinen Gewinn zurück. Juhu, Geld gemacht. Geht's vielleicht jetzt? Hey, Kleiner, bleib mal stehen. Ich habe gegen dich gekämpft. Nun bringe mir das Schleichen bei. In Ordnung. Sag mir, wenn du bereit bist. Ah, nee. Wir warten noch. Aber falls wir es brauchen, können wir es schon. Ach, wir haben ja gar keinen. Ja, kein Mana. Ich hoffe, wir können hier zurück. Also töten wir erstmal die Orkhunde, die müssten. Ja, ich bin auch sehr leichtsinnig.
bei dem Leben noch ein paar Waldbären fressen. Dann wird das schon. Oh, 154 Fleischkeulen. Und die Anzahl steigt und steigt und steigt. Also die Urkunde sollen hier sein. Oder was? Also einfach Richtung altes Lager. Hier. So. Wir laufen einfach mal hier runter. Wir werden ja wahrscheinlich schon auf sie treffen, denke ich mal. Ich sag euch, das wird ein langer, langer Part durch das ganze Neuladen. Da kommt bestimmt was zusammen. Oh Gott, das ist ja nicht mein Jungtier, danke. Oh jawohl, wir machen ihm Schaden. Stirb doch einfach. Juhu, er ist gestorben. Ja, So, sein Fell können wir jetzt auch mitnehmen. Ich hoffe, dass da noch ein paar Monster respawned werden dann später, weil sonst lohnt sich das ja mit dem ganzen Tier ausweiten gar nicht mal so stark. Aber da wäre schon noch genug Gelegenheit zu kriegen. Na, jetzt haben wir zwar schon einen Wald ausgerottet, da ging so um die 20 Wolfsfälle zwar. Egal, egal. Wir werden sowieso noch einen immensen Gewinn machen. Spätestens zum Schluss, da habe ich nämlich schon mal was ganz Witziges vor. Das verrate ich euch allerdings noch nicht. Weil es echt lustig wird. Also ich finde es ganz lustig. Und da haben wir noch einen. Ah, endlich. Ja, vielleicht hätten wir auch die Orkhunde da im Wald schon längst töten können. Allerdings nehmen die nicht bei jedem Treffer Schaden, sagen wir es mal so. Was weiß ich, weichen oft aus. Okay, wenn wir da weiter runterlaufen, weiß ich genau, dass wir zu den Orks kommen. Deswegen speichere ich hier nochmal ab. Lauf einfach runter. Da ist ein Ork, lauf wieder hoch. Ja, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir auch hochgekommen sind. Also ich glaube, das ist ein relativ einfacher Weg. Also wenn man nicht für den Orkjäger da umhauen will, dann sollte man die Klippen da hoch oder ja, den Berg einfach halt, die Stufen da. Aber Obacht, da ist jemand, der einen ärgern will, in einer kleinen Höhle. Also das mit dem Orkjäger, das war schon eine ganz schön unfaire Nummer. Naja gut, wir haben sie überlebt. Es war zwar knapp, aber wir haben sie überlebt. War auch der sinnvollste Weg in dieser Situation. Sie hätten wir ganz schön auf die Nase bekommen. Also wir sind schon gut ausgerüstet für, ich sag mal, für so einen Waldkampf. Also da alles umzulegen, das geht, ne? Scavenger, ein Schlag, kein Problem. Mollerats, ein Schlag, kein Problem. Wolf, zwei Schläge. Ja, Varane, zwei, drei Schläge, da geht er auch. Aber Orks, das ist ein ganz anderes Kaliber. Ah. Ich krieg gleich noch einen Nervenzusammenbruch. Warum laufe ich da runter? Ich werde noch bekloppt. Naja. Ich hab die Hunde erledigt. Sehr gut, wie kann ich dir bloß danken? Indem du mir Erz gibst. Gut, hier hast du 100 Erz. Oh, so nett. Wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? Oh. Ja, kann sich sehen lassen. So irgendwas? Ah ja, die Kämpfe, okay. Lass mal sehen, die Tabelle. Zweiter Kampf, dann. Da können wir noch einen ganz schön großen Gewinn machen. Das verdoppelt sich ja alles. Jo. Da könnten auch gute Waffen dabei sein, sehe ich jetzt gerade. Ich weiß, wir versuchen es mal gegen den da, gegen Torgan.
Der scheint nämlich nur einen Hammer dabei zu haben. Wir versuchen es mal. Ich fordere dich heraus. Du willst auch? Kein Problem. Dann mal los. Und warum habe ich ihm jetzt nur 0 Erz gegeben? Egal, es kommt ja auf den Gewinn an. Warum haben wir denn jetzt... Also ich sag ja, ein paar Bugs scheinen noch drin zu sein. Zieh schon mal meine Waffe. Obwohl, warte mal. Nein, der da. Seid ihr bereit? Ach, verdammt. Das war doch so klar. Na, der hat einfach eine zu gute Rüstung. So, die Frage ist jetzt, wie kommen wir am besten hier wieder weg? Ach, wisst ihr was, ich mach's jetzt. Da verschwenden wir zwar so eine komische... Wie heißt... Warte mal, wir gucken mal, ob wir irgendwas haben, was uns Mana gibt, außer eine Steinwurzel. Nee, gut. Ach, wisst ihr was, dann... Reißen wir halt so eine Steinwurzel. Ist vielleicht Verschwendung von Mana, aber ich muss hier weg. Ich muss hier einfach weg. So, Julians Lager, Markus Lager, Nathans Lager. Wir gehen mal zu Markus. Plopp. Denn jetzt sind wir aus dem Ortgebiet draußen. Und können einfach zurück ins Sumpflager. Es könnte natürlich auch einfacher gehen, aber nein, da meint die Rune. Nö. Muss nicht sein. Also laufen wir einfach wieder zurück. Beziehungsweise wir müssen ja nicht komplett zurücklaufen, denn wir werden nämlich noch den letzten Außenposten besichtigen und uns dort die Karte vom Standpunkt geben lassen. Und dann können wir auch direkt zurück ins Sumpflager. Und da benutze ich nochmal die Teleport-Rune, damit wir da auch mal zurück können. Hier müssen wir aufpassen. Da ist nämlich noch irgendwo der Orkjäger. Okay, es klang gerade komisch, ne? Das ist ja ein Ork-Jäger und kein Ork-Jäger. Ein Ork-Jäger wäre jemand, der Orks jagt. Und ein Ork-Jäger ist ein Jäger der Orks. Das ist, das kann kompliziert sein. Ach, keine Ahnung, hab gerade irgendeinen Müll gebrabbelt. Hier müssen wir auch aufpassen. Nicht, dass der Ochse da runtergefallen ist und noch wütender auf uns ist. Das wäre ja nicht so schön. Warum der so rumhampelt beim Springen? Will der irgendwie einen Schwung aufbauen oder wozu soll das gut sein? Ich habe keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, dass ihr einfach mal, wenn ihr einen längeren Weg zurücklegen müsst bei Gothic, dass ihr einfach die ganze Zeit springt. Keine Ahnung. Aber das mache ich eigentlich öfters. Einfach nur, keine Ahnung, aus Langeweile. Mit Akrobatik ist es allerdings ein bisschen besser, weil man da viel schneller ist. Habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwie herausgefunden. Weil so zu springen ist, naja, gut, man springt halt. Sonst, naja. Akrobatik kann man halt weitere Strecken zurücklegen. Und Akrobatik macht das Leben schon relativ einfacher. Deswegen hoffe ich, dass wir auch einen finden, der uns das beibringen kann. Ich überlege jetzt gerade, wir sind ja jetzt relativ, überm Nordlager. Relativ nördlich überm Sumpflager. Ich muss gerade gucken, sind wir hier richtig? Hier müssten wir richtig. Nö, sind wir nicht. Nee, doch. Nee, doch nicht. Doch. Wir sind falsch. Oh Gott. Ich bin in der Hölle. Links von uns, Snapper. Rechts von uns, Orkunde. Geradeaus, Scavenger. Ah. Und Monarats. Endlich mal Gegner, die Spaß machen. Ah, macht das Spaß. Also macht das Leben Spaß. Es müssten uns eiskalt die Orkunde und die Snapper hinterherrennen. Hä? Mit. So.
Aber ich finde es so schön, dass der Wald hier so toll belebt ist. Da haben wir auch eine Armada Wölfe. Die wir jetzt auch auseinandernehmen werden. Ja, hallo Freunde. Waren hier nicht eben noch ein paar mehr? Ah. Wie aus der Entfernung sah es eigentlich aus, als wären es ein paar mehr, aber okay, gut, dann eben nicht. Na gut, dann nicht. So, und da unten müsste eigentlich das letzte, ja, sieht so aus. Ja, das ist das letzte. Das ist das allerletzte. Quatsch. Ach komm, da können wir noch hinlaufen. Ich sag mal so, es müsste das letzte sein. Ja, nee, doch ist es. Ja, doch, doch. Was haben wir hier noch? Bier. Wein. Oh, hier sind sie. Ja. Irgendwas mitnehmen? Oh, cool. Ein Hochbett. Naja. Okay, gut. Ja, doch, hier sind ein paar. Gut, weil ich muss die Aufnahme jetzt mal demnächst beenden. Ich beende es einfach mal hier und ich sag dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.